Was soll das denn sein hier? Da machen wir ja zu. Man muss ja hier Ordnung bewahren. Oh! Keinen Phaser, um mal drauf zu schießen. Ich glaube, muss ich auch einen Sicherheitszugriff für haben. Oh, Beastman hat hier eine fette Knarre. Lert. Elisabeth Bellert, ja. Kam, glaube ich, im Spiel, hat glaube ich, keine Rolle gespielt, aber. Naja, hier kann man noch nichts machen, da muss man auch Sicherheitszugriff für haben. Security Code Texas Areas. Hallo, Beacon Room, Transporterraum, Frachtraum, Hazard Ops Umziehraum, Ausrüstungsraum, Holodeck, die Brick. Ja. Also, da mal hingehen. Waffenkammer Hazard Operations. Hier ist keiner. Ach doch. Oviedo? Hey Monroe, ich bin sozusagen beschäftigt hier. Ah, ich darf hier ein bisschen. Sind wir in das Holodeck? Ah, kann ich mir wieder rumschießen. wir können jetzt auch ins Holodeck schon mal gehen. Dann machen wir das jetzt schon. Ah, ne? Machen wir später. Ich gebe dir auch ein paar Holodeck-Missionen, die machen wir später. Weil er mal will hier oder andere Sachen erkunden. Action kommt später. Reporterraum. Frachtbehälter der Föderation. Sicherheitszutritt erfordert. Man darf hier gar nichts. Deswegen müssen wir erst Sicherheitsdingens holen. Penitentiär Brian Remy. Entschuldigen Sie. Was? Nix. Ist auch nix. Ist nichts los hier. Man kann nicht mehr hier Dingens transportieren. Ja. Gut. Was ist das? Ah, vielleicht soll ich doch mal eine Action machen hier, eine Mission im Holodeck, warum nicht? Sonst haben wir immer nur nichts hier erleben hier. Komm her. So haben wir hier. Entspannungsprogramm Garten der Stille. Schussweite Paris, Captain. Nee, nicht Paris, Paris, Captain Proton 2 Alpha und Mör und Tales haben wir für Klingoneinrichtung. Entspannungsprogramm Garten der Stille. Na, wie man sagen, ja, auf Mittel, Schwierigkeitsgrad, die kann ich ja auswählen. Also, ich sagen, los geht's! Warnung, Holodeck-Fehler. Sicherheitssperren deaktiviert. Das ist nicht so gut. Jetzt geht's mal ab hier, jetzt haben wir ein bisschen Action. Ja, irgendwo. Irgendwie. Also ruhig hier. Ja, das ist Holodeck. Endlich mal ein bisschen rumschießen, ja. Ist immer ein First-Person-Shooter. Dann könnte das man auch als Lesesimulation bezeichnen. Keine Missionsziele. Hallo? Also in den Garten der Stille hier. Ist wirklich Garten der Stille, hier ist nichts los. Boosby? Hey! Das ist doch Boosby. Boosby ist das? Was ist denn hier los? Warum sind die Sicherheitsprotokoll weg und was mache ich jetzt hier? Kompressionsgewehr. Das klingt nach einer Waffe. Wieso liegt hier eine Waffe rum im Garten der Stille? Wirklich so ruhig hier. Boah. Okay, und jetzt? Was soll das denn? Was ist das denn für ein Vieh? Ah! Wo kommen die jetzt her? Was ist jetzt der Garten der Stille? Was ist das für Viecher? Was scannen? Ich kann die gar nicht scannen, der doof. Okay. Wer ist das ausgedacht? Nur rumschießen, ey. Hä? Ah, meine Güte. Das ist aber deine Teile.
Okay. Voll actionreich. Ja, voll actionreich hier. So, wir müssen Waffen gesehen, warum nicht? Ja, also. Was war das denn jetzt hier? Hä? Kontrollkonsole? Was ist das jetzt hier, oder was? War das jetzt die Action hier? War das jetzt das, der Garten der Stille? Hier ist auch das doch, das ist doch dieser Gärtner der Föderation, Hauptquartier. Entschuldigen Sie. Oder der Akademie oder sowas in der Art. Boothby. Ja, das sagt aber nichts, er hat auch kein Sprachsample. Wie gesagt, da waren sie auch ziemlich sparsam. Da haben sie nämlich nur, wie gesagt, Seven of Nine. Die hat neu gesprochen. Und das war's dann. Der Rest ist, glaube ich, nichts Neues hier. So, war's das jetzt wirklich? War das jetzt hier der Garten der Stille? Gibt's kein Ende? Sieht ja was aus. Sieht nichts los. Und so ruhig, wirklich. Es gibt nicht mehr Vogelgezwitscher, ey. The Banks singt hier. Das ist unheimlich, der Garten. Die Stille. Das ist eher die tödliche Stille, ist das. Guck hier trotzdem mal rum, ob hier irgendwas ist, ob ich irgendwas finden könnte. Aber hier ist nichts. Um dieser Boost wie auch töten. Ich glaube nicht, der gehört los zum Programm. Aber die anderen, die hier eben waren, die gehörten nicht zu diesem Programm. Was soll das für Viecher waren? Konnte ja niemals kennen. Ich rede jetzt ein paar Mal rum, aber das ist jetzt voll unspektakulär hier. Eigentlich, ne? Ist ja ein bisschen unspektakulär gewesen. Ja, hier ist nichts. Nichts mehr los. Kompressionsgewehr, oh alle, es gibt nichts mehr. Es gibt kein Ende. Man muss jetzt selbst zur Konsole. Man kann nur zurücklaufen. Ich dachte, es würde ja auch genauso enden wie diese anderen Trainingsprogramme, die wir schon mal im Hauptspiel kennengelernt haben. Waren ja auch mal so hier kleinen Karten, so ein bisschen Multiplayer. Ich glaube, diese Art Deathmatch-Karten waren das. Und dann hat man da entsprechend ein bisschen, ja, da ein bisschen Leute rumgejagt. Aber hier ist nichts mehr. Hier gibt's nichts zu holen. Kein was extra. Kein Sammelobjekt, nix. Gott. Dann war's das so. Schuss weiter, das machen wir dann später. So. Ja, haben wir gemacht. Holodeck. Ja, machen wir dann später. Jetzt haben wir nur eins mal gemacht. War ja schon ein bisschen was los, ne? Ja. Ein bisschen haben wir schon gemacht jetzt hier. Besprechungsraum, nein. Gehen wir weiter. Den kleinen Raum haben wir auch gemacht. Da können wir weitergehen. So, wo geht's hier hin? Hier waren wir auch noch nie. Wo kommen wir da hin? Aha, wo sind wir jetzt hier? Hier waren wir nie, konnte man noch nie langlaufen. Hilfsfrachtrampe. Dreadnought Waffe, wie kommen wir da denn dran? Wie kommen wir jetzt an diese Dreadnought Waffe dran? Gute Frage. Wie kommen wir da jetzt dran? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal da reinzukommen hier. Geht auch nicht. Ich komme jetzt oben dran. Wie ging das? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Rocket Jump. Ah. Ah. Oh ja, mal ein bisschen Phaser hier. Ah, komm her. Wie komme ich jetzt da hoch? Das gibt's ja nicht.
Ah, die Wetterwaffe. Wie kommen wir denn da jetzt dran? Nee, hier geht nichts kaputt. Wie komme ich da hoch? Irgendwie kann man auch hoch. Und so ging das nicht. Es muss irgendwie da irgendwie die Möglichkeit geben, da hochzukommen. Aber diesen Krabat Muni gerade nicht wie. Sehr gut, später. Ah, hab ich mich ein bisschen verlaufen, ne? Wo war ich, wo wollte ich jetzt hin? Besatzungsmitglied, Juliet, oh. Sicherheitszutritt erforderlich. Ja. Besatzungsmitglied, Austin Chang. Sicherheitszutritt erforderlich. Ja, die haben nicht sehr weit. Die haben alle nicht sehr weit bis zu ihrem Einsatzraum, Einsatzbereich. Hier ist nix. Komm ich wieder zurück, glaube ich, ne? Ja, genau, ich komme wieder zurück. So, ja, genau. Geh mal hier lang. Mal gucken. So kann ich jetzt schön frei rumlaufen. Immerhin das kann man ja machen. Gut. Damit geht's. Sicherheitszutritt erforderlich. Übrigens ist das auch kein originaler Nachbau von der Voyager. Sicherheitszutritt erforderlich. Also das heißt, ein originaler Nachbau in dem Fall von wegen, dass das alles akkurat stimmt. Dass alles wirklich da ist, wo es hier ist in dem Spiel. Das stimmt alles gar nicht. Das ist. Nur teilweise gibt es Ähnlichkeiten, aber die Decks der Voyager sind in der Serie anders dargestellt worden und so weiter. Ich glaube, hier kommen wir noch gar nicht hin. Deswegen gehen wir aber später hin. Also könnte also noch sein, dass das. Ja, dass das hier nicht, wie gesagt, alles nicht sehr ganz originalgetreu. Nur mal so sagen. Launch. Ach, die Mogler hier. Jeff, kann ich Ihnen helfen? Ja. Mitch? Sorry, Sir, ich bin beschäftigt. Hey, können Sie nicht sehen, dass ich arbeite? Liz? Benötigen Sie etwas, Monroe? Ja, Unterstützung. Zetlos. Jaworski. Sehen wir, wie sie aussehen hier. Lert Elizabeth und Nelson Jeffrey. Was ist hier nix? Nochmal die Voyager. Ja, das ist ein Quartier bei die Enterprise. Am Anfang. Oh, übrigens die Enterprise. Und die Voyager, nicht nur die Voyager. Hier ist auch nichts zu holen. Ein bisschen frustrierend hier. Und jetzt hier hin. Arrestzelle. Oh. Was haben wir hier? Ah. Elisifor-Figur. Von wem? Ah, von Les Foster, ja, super. 3 von 9. Haha, so sieht doch gut aus. Ah, Restzelle, haben wir nie gesehen. Kann man auch mal ins Team kommen im Spiel, wenn man entsprechend seine Teamkollegen tötet. Oder halt angreift. Und dann landet man hier in der Restzelle. Ja, nur die fertig hier, ne, erstmal. Gut. Wählen Sie ein Deck. Jetzt weiter zur Krankenstation. Krankenstation. Ja, genau, da wollen wir jetzt hin. Krankenstation, weiter geht's. So. Okay, nehmen wir eine Deckkarte. Wo sind wir jetzt hier? Dort. Wir haben die Krankenstation dort. Dann das Büro vom MAN. Das Medizinische Labor 1. Wissenschaftslabore 1 und 2 und Turbolift Unterstützung. So? Ja, das ist ja ein Quartier, was wir auch schon kennen, das Deck. Können wir schon mal. Was ist das? Wine Showers? Aha. Hat nur noch Schäden, deswegen gibt es hier noch diese Kraftfelder, ja? Oh, Beastman. Ja, 4 von 9. Du kannst gehen. Besatzungsmitglied. Ja? Ja, hallo? Krankenstation. Hallo, Herr Mann. Photone. Jo. Doktor? Ah, Mr. Monroe.
Ihre Verletzungen scheinen nur oberflächlicher Natur zu sein. Wir werden trotz der leichten Reizung Ihrer Haut keine Hautregeneration durchführen müssen. Möchten Sie vielleicht eine schmerzlindernde Salbe? Wie Sie meinen. Wollt ihr gar nicht. Ja, der macht hier auch nur... Der hat offenbar genügend medizinische Versorgung, dass er einfach jemanden heilen muss. Und hier... zoomt hier wirklich herum. Ah, guck mal, wen haben wir hier? Last Foster! Menschlich! Nein, nicht humanoid. Ja, hier ist auch wieder humanoid als Mensch gemeint. Aber wie gesagt, das ist total falsch. Er hat auch schon keine Bockenplantate mehr, aber den Anzug hat er noch an. Ja, aber die Waden haben die einfach drüber gesetzt, ne? Keine Löcher mehr, alles geflickt. Medizinische Ausrüstung. Aha, aha, aha. Das ist ein Logbuch MAN-Doktor. Föderationspad. Oh, was haben wir hier? Medizinisches Logbuch. Medizinische Daten von besossenen Mitglied Kenneth Beastman. Sternzeit 538,80. Behandlung einiger Quetschungen, die er sich während einer Holodeck-Simulation des Hazard-Teams zugezogen hat. Sternzeit 538,45,68. Wegen einer Schnittverletzung am Arm behandelt, die ihm während einer Holodeck-Simulation des Hazard-Teams zugefügt wurde. Sternzeit 538,51,7. Behandlung einiger Quetschungen. Ja, das war übel. Medizinische Daten von Besatzungsmitglied Austin Chang. Sternzeit 538,42,1. Wegen Schnittwunden behandelt, die er bei einer Holodeck-Simulation des Hazard-Teams erlitten hat. Sternzeit 538,46,31. Behandlung einiger Schnittwunden. Sternzeit 538,46,66. Wegen Schnittwunden und Quetschungen behandelt. Sternzeit 538,49,8. Wegen Schnittwunden und Quetschungen eingeliefert. Sternzeit 538,51,1. Wegen Schnittwunden behandelt. Ja, gut zu wissen. Medizinische Daten von Besatzungsmitglied Shell. Sternzeit 538,42,1. Behandlung einiger Schnittwunden, die er bei einer Holodeck-Simulation des Hazard-Teams erlitten hat. Sternzeit 538,43,6. Wegen Hyperventilation eingeliefert. Sternzeit 538,45,1. Wegen Schnittwunden behandelt. Sternzeit 538,46,23. Behandlung wegen Hyperventilation. Sternzeit 538,46,31. Wegen Hyperventilation einbehandelt. Sternzeit 538,48,99. Wegen Schnittwunden und Quetschungen behandelt. Sternzeit 538,50,18. Wegen Hyperventilation eingeliefert. Sternzeit 538,51,0. Behandlung einiger Schnittwunden. Ja, jetzt wissen wir, dass Shell unter Hyperventilation leidet. Ja, also das sind alles intime Details, die wir jetzt hier erfahren. Ja, aber Moralkeule wird hier nicht geschwungen. Mit diesen Daten von Lieutenant Foster. Sternzeit 538,57,0. Habe Lieutenant Foster nach einer Assimilation durch die Borg wegen zahlreicher genetischer Implantate behandelt. Sternzeit 538,57,50. Lieutenant Foster ist schlecht gelaunt, er holt sich aber schnell. Ja, ist halt auch übel, wenn er schlecht gelaunt ist, auch medizinischer Notfall. Medizinische Daten von Besatzungsmitglied zu überhaupt. Sternzeit 538,42,16. Wunde wurde mit einer Muskelzerrung eingeliefert. Sternzeit 538,43,6. Wegen einer Muskelzerrung behandelt. Sternzeit 538,42,1. Behandlung einiger Schnittwunden, die sie bei einer Holodeck-Simulation des Hazard-Teams erlitten hat. Sternzeit 538,45,1. Wegen Schnittwunden behandelt. Sternzeit 538,48,99. Mit Schnittwunden und Quetschungen eingeliefert. Sternzeit 538,51,0. Wegen Schnittwunden behandelt. Auch mal viele Schnittwunden haben die sich hier eingezogen und natürlich Muskelzerrung hat sie auch Juliet angezogen, rausgeholt.